Es heißt immer nur, die Sieger schreiben Geschichte. Dann ist das hier die Geschichte der Umbrella Corporation. Gegründet von Professor James Marcus, einem vom Wahnsinn getriebenen Wissenschaftler. Er hatte eine kleine Tochter, Alicia, die an Progerie litt, einer tödlichen, degenerativen Krankheit. Progerie bewirkt vorzeitige Vergreisung. Schon mit 25 hätte Alicia den Körper einer 90-Jährigen gehabt. Marcus war davon besessen, sie zu retten. Doch es schien aussichtslos. Während er verzweifelt an einem Heilmittel forschte, schuf er ein digitales Abbild seiner Tochter. Von ihrer Stimme, von ihrem Äußeren, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Aber dann kam der Durchbruch. Marcus entdeckte das T-Virus. Einmal injiziert, spürte es im Körper beschädigte Zellen auf und fing an, sie zu reparieren.